Ich weiß nicht, wie geht's euch da draußen? Ist es für euch auch so, dass ihr viel, viel lieber Sachen shoppt, die im Sale sind? Ich fühle mich danach immer so gut, ich weiß auch nicht. Es macht viel mehr Spaß, wenn Sachen reduziert sind, die einzukaufen. Okay, aber das ist ja auch eigentlich selbstverständlich. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Sachen von Primark. Ich glaube, die interessieren die meisten von euch. Beginnen wir mit einem wunderschönen Stück, wie ich finde. Das ist dieses Oberteil hier. Das ist so aus Spitze und es ist so gecroppt, geschnitten. Ich würde sagen, es ist so eine Art Bustier und Crop Top gemixt. Ich finde es dezent freizügig, weil halt wie gesagt nur die Brustpartie verdeckt ist. Aber angezogen finde ich, sieht es sehr schön aus und wem das zu freizügig ist, der kann natürlich noch so ein hautfarbenes Bandeau drunter ziehen und dann geht es auch voll klar, finde ich. Die Sache, die ich euch zeige, ist so in der Art ähnlich. Das ist auch wieder so ein Crop Top Bustier. Diesmal aber aus einem Strickstoff. Und das kann man, das ist so mit Neckholder. Und das kann man so hinten auch zusammenschnüren. Ich trage da immer einen schwarzen Neckholder Bikini drunter, weil ich finde, mit BH oder so kann man sowas nicht so gut tragen. Ich liebe diese Art von Kleidung in letzter Zeit. Und ja. Habe ich sogar im Sale ergattern können für 3 Euro. Machen wir weiter mit einer High-Waist-Hose. Da hat Primark ja echt seine Preise angezogen. Ich weiß nämlich noch, vor 2 Jahren, ich meine okay, 2 Jahre, aber da haben alle High-Waist-Hosen, glaube ich, nur 8 Euro gekostet. Und jetzt ist der Preis schon bei 13 Euro angelangt. Also Primark, Primark. Da habe ich einfach eine schwarze High-Waist-Hose mitgenommen. Die hat so eine längere Knopfleiste. Ich habe jetzt nur einen zugemacht, deswegen sieht man es nicht so gut. Diesen Crop Tops trage ich halt High-Waist-Hosen sehr, sehr gerne und ich finde, Flip-Flops nehme ich auch fast jedes Jahr erneut mit, denn ich finde, die von Primark sind eigentlich verhältnismäßig sehr gut. Ich glaube, die hier haben jetzt 2 Euro gekostet und ja, da kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Kommen wir zu einem Accessoire. Ich glaube, der Ring, den ich euch gleich zeige, der hat 3 Euro oder so gekostet. Der geht so den ganzen Finger lang, wie so eine Rüstung für den Finger, wie, wenn ihr das sehen könnt. Ich würde sie nennen Kimonos. Einmal dieses Stück hier, das ist so aus Spitze. Fallen. Oh, hallo. Hallo, Leute. Dieser Kimono hier hat 5 Euro gekostet. Der war am Sale, ich glaube von 15 reduziert. Und ich finde den wirklich wunderschön. Ich habe den im Laden anprobiert, da hat gleich eine Frau gefragt, wo ich ihn her hatte. Ja, ich liebe vor allem die Spitzendetails hier am Rücken. Auch schon mit Primark. Machen wir weiter mit H&M. Da habe ich mir auch wieder im Sale ein schlichtes Crop Top geholt. Und das ist auch aus so einem festeren Material. Hat ein bisschen länger geschnittene Armausschnitte und ja, finde ich richtig schön. Es ist auch so ein bisschen grungy. Dieser Style ist ja momentan richtig angesagt und ich finde den auch wirklich sehr, sehr cool. Für 7 Euro. Es war 50% reduziert. Wirklicher Tipp von mir, mal zu H&M zu gehen, weil da ist wirklich momentan echt enorm viel reduziert. Also die haben wirklich dieses Mal einen riesen Sale. In diesem Sale habe ich nämlich auch eine weitere Hose ergattert und zwar eine Leggings. Was ich an der besonders schön finde, ist, dass sie an den Knien so eine geriffelte Partie hat. Und das macht die ganze Leggings auch nochmal so ein bisschen besonderer. Hosen zu bleiben, habe ich hier noch eine Chiller Sommerhose. Die hat 10 Euro gekostet. Die hat 10 Euro gekostet und sitzt ganz locker luftig. Dann habe ich mir ein luftiges Top geholt in so einem Neon-Koralle-Ton. Ich finde das wirklich wunderschön. Das hat auch so einen recht tiefen Rückenausschnitt. Und es hat 15 Euro gekostet und das ist wirklich so eine hammermäßige Farbe. Vor allem, wenn man im Sommer ein bisschen gebräunt ist, dann gibt es nichts Schöneres als so eine Farbe im Sommer, finde ich.
wirklich wunderhübsch. In dieser Farbe habe ich mir auch noch einen Bikini geholt. Ich finde, H&M hat zurzeit wirklich echt schöne Bikinis. Ja, das ist das Oberteil. Dazu habe ich mir auch noch die passende Hose geholt. Da finde ich auch schön, dass sie so große Schleifen an den Seiten hat. Die sind nicht so dünn, sondern so richtig dicke Schleifen. Das finde ich wirklich sehr, sehr süß. Das Oberteil hat meiner Meinung nach 15 Euro gekostet und die Hose 10. In der Bikini-Abteilung habe ich mir auch einen weiteren Bikini geholt. Da hat mich meine liebe Freundin Nock darauf aufmerksam gemacht, dass man diese Oberteile natürlich nicht nur als Bikini tragen kann, sondern auch so als Bustier. Und sowas trage ich auch echt gerne. Und für 5 Euro, Leute, kann man sich die mitnehmen. In Schwarz waren die leider schon ausverkauft. Sonst hätte ich mir den vielleicht auch in der Farbe geholt. Aber in Weiß ist er auf jeden Fall ein Hingucker. Vor allem der überkreuzte Rückenteil. Und ja, eignet sich gut zum Drunterziehen. Man kann auch mal spontan in den See springen damit. Und man kann es auch, glaube ich, ganz gut einzeln tragen, weil es eben, wie gesagt, hier unten noch ein bisschen tiefer geschnitten ist. Und ja, für 5 Euro, ich meine, hallo. Nicht nur bei Klamotten hat H&M viel Sale, auch bei dem Schmuck. Und da habe ich mir so eine Armhandspange geholt. Die zieht man einfach so an und dann sitzt sie so auf der Hand. Und da sind so zwei ganz, ganz süße Elefanten drauf. Und ja, ich finde es wirklich richtig süß. Und wie gesagt, mal was anderes. Ich stehe auf so Schmuck, der ein bisschen special ist. Und ja. Kommen wir zu dem Oberteil, das ich gerade trage. Und zwar ist das von Brandy Melville. Den Laden kennen bestimmt einige von euch. Es hat 18 Euro gekostet. Ich fand das wirklich super schön mit diesen, ja, wie soll ich sagen, mit diesen Cutouts. Dasselbe habe ich dann auch nochmal in Weiß geholt. Nicht nur H&M hat einen riesen Sale, sondern auch Hollister. Und da habe ich mir dieses Oberteil geholt. Das hat 15 Euro gekostet. Hat auch so eine schöne überkreuzte Rückseite. Im Sale für 15 Euro habe ich mir diese Jogginghose hier geholt. Ganz schlicht in so einem bärigen Rot. Also in meinen Augen ist es wirklich der kuscheligste Stoff. Ich weiß nicht, was das da für ein Material innen ist, aber es ist einfach so weich. Und ich bin echt froh, dass ich die für 15 Euro ergattern konnte. Ich bin zu ASOS. Und wer mich schon ein wenig länger verfolgt, weiß vielleicht, dass ich echt ASOS über alles liebe. Meine Postboten denken bestimmt auch schon, ich bin ein bisschen bekloppt. Wer von euch kennt nicht die Triangle oder Triangle Bikinis? Und davon gibt es bei ASOS echt gute Lookalikes. Sagen wir es mal Lookalikes. Und ja, da habe ich mir einmal diese Hose hier geholt und dieses Oberteil. Der Bikini ist von der Marke South Beach, glaube ich. So ähnliche gibt es da aber auch nochmal von der Eigenmarke ASOS, aber ich glaube, da fehlen dann diese Striche hier. Für die Hose habe ich 10 Euro bezahlt und für das Oberteil, glaube ich, 21. Und ich finde, das lohnt sich einfach wirklich, weil es ist ja wirklich nur ein Bruchteil von den originalen Bikinis und es sieht einfach haargenauso aus. Ich glaube, über das nächste Teil streiten sich ein bisschen die Geschmäcker und zwar, ja, ein spaciger Rucksack. Der ist von River Island, glaube ich, oder von New Look. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so genau. Der hat mich knapp 20 Euro gekostet. Ich glaube 18 Euro oder 21. Ich glaube 18 Euro. Und ja, also ich finde den voll praktisch und ich finde den richtig cool. Also jeder kann jetzt sagen, was er will. Ich finde den geil. Ich liebe den. Ich habe einen Rucksack geküsst, live bei mir. Da ich bei Instagram schon einige Bilder mit den Schuhen hochgeladen habe, die ich euch gleich zeigen werde, haben mich echt viele Leute gefragt, woher ich die habe. Das sind so richtig, richtig hohe Gladiator-Römer-Sandalen. Die Schuhe habe ich von G&G. Ich weiß jetzt nicht, ob alle von euch so einen Laden in der Nähe haben. So ähnliche gibt es auch bei Topshop. Oder bei New Look oder bei Mango oder bei Zara und ich glaube bei Stradivarius. Also falls ihr solche Läden in der Nähe habt, guckt mal vorbei. G&G hat wirklich immer sehr günstige Schuhe und die hier haben mich nur 25 Euro gekostet. Und ähnliche Schuhe habe ich auch noch von Bershka. Die sind aus echtem Leder und haben mich 50 Euro gekostet, aber
das ähnliche Modell halt nochmal in braun und ich liebe die beiden abgöttisch. Ich weiß, da finden es auch viele total hässlich, aber ich finde den Style so schön. So, das war es dann auch langsam mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch inspirieren können. Ich würde mich wirklich unheimlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir haben vor kurzem die 3000 Abonnenten geknackt und ihr glaubt gar nicht, wie glücklich mich das macht, weil das in einer so kurzen Zeit passiert ist. Wenn ihr weitere Videowünsche und Videovorschläge habt, nennt mir die doch bitte unten in den Kommentaren. Ansonsten habe ich eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!